Jo, halt zurück zu Hellblade. Wir sind das letzte Mal fast drauf gegangen. Ich weiß noch nicht, vielleicht sind wir auch drauf gegangen. Sind hier in so einem Feuerchen aufgewacht. In die See gestürzt. Naja, und jetzt heißt es, folge mal dem Licht. Ich weiß nicht, so richtig fit sind wir nicht mehr. Lass mal gucken. Bisschen umschauen hier. Wir sind unter der Brücke irgendwie, ne? Lass mal hier nochmal lang schauen. Ich vermute, dass es hier noch Schreine gibt oder irgendwie sowas. Aber wir sollen natürlich ganz klar da den Weg lang gehen, das ist mir schon alles klar. Aber ich will trotzdem mal gucken. Das Wasser ist gut gemacht. Okay, da durch das Boot oder was ist es? Ist ja so ein Wrack, ne? Gut, gehe ich mal durch. Ich will trotzdem mal gucken hier. Och Mann, ich war nicht zu slow. Echt durchrennen, ne? Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but ouchy. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own. Wir können nicht einfach da hinten hinlaufen, das ist zu offensichtlich, das heißt, hier muss irgendwo noch was anderes sein. That was her world. Like this one. Barren. Okay, hier kann man nicht durch, shit. And lonely. Schau mich hier trotzdem um, sorry, auch wenn es zu lange dauert. Wow, Riesenhöhle. Da hinten geht's rauf. Da kann ich schon irgendwie raufkrabbeln. Okay, ich guck einfach mal hier hinten weiter. Weil ich in der Hoffnung, dass hier hinten eine Sackgasse ist. Riesenkreuz, Wasser. Ich kann auch hier irgendwie nicht rauf, ne? Okay. Schon verstanden. Also bevor ich in diese Riesenhöhle reingehe, laufe ich mir hier erstmal die Finger rund. Oh, was steht da hinten rum? Da bewegt sich hier irgendwas. Was ist das? Was ist denn das, was da hinten so rumfliegt? Nicht gesund, ne? Okay, komm, ich muss entweder hier rüber oder ich gehe durch die Höhle. Also wenn ich hier rüber gehe, ich kann da mal gerne rüber gucken. Ich will nicht hinter dem Licht her. Ich gehe erst in die Höhle rein. Sei mir bitte nicht böse. Ich gehe da erst in die Höhle rein. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it.
Ja, verstehe. Okay, also immer schön durchhalten. Das ist die große Frage, ob ich hier noch etwas hätte finden können. Nee. Also, das heißt, ich muss wirklich da oben rüber gehen. Das heißt, da hinten ist irgend so ein ganz fieses... Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas flattert da rum. Mal gucken. Geht's irgendwie runter. Also lass uns mal irgendwie hier rumdrehen. Boah, da hinten kann man irgendwo übelst rein. Okay, also. Geh hier rum. Okay, so kommt man auch runter. Komm. Da ist ein Schrein da hinten. Keep going. The Northmen tell of a great hero. His name. Okay, da hinten flog. Ah, da flog nichts rum, das war nur hier. Ah, Glück gehabt. Schiffchen rauf und runter geschippert. Okay, da können wir fast drauf gehen. Und da hinten noch runter und in die Kanalisation und. Lass mal ausprobieren, vielleicht geht das. Da rein? Nein. Okay, Riesenschiffchen. Da geht eine Leiter hoch. Okay. Puh, ziemlich groß. Ist da rein? Nee, ist also aus. Oh. Müssen wir mal ein bisschen hochgucken. Okay, so, ich gehe mal hier lang. Mann, Mann, Mann. Ich kann auch hier unten am Strand scheinbar langlaufen. Wenn ich hier durchgekommen wäre. Hat auch nichts gebracht. Okay. Hätte ich um das Boot rumlaufen können? Ja, scheinbar, ne? Okay, hier sind wir wieder da. Und da hinten... Ah, noch ein Schrein. Okay. Dann hat sich das doch ein bisschen gelohnt. Death for Sigmund and his brother seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns wrapped in night. Tja, ohne Scheiß, da hätten wir nur den Schrein finden können. Okay, hier geht's aber noch weiter. Mal eben schauen. Puh. Und da hinten irgendwie raufgekommen. Ne, ich laufe hier einfach stumpf weiter. Das ist echt übel. Mal gucken, da können wir aber auch nicht rauf. Ne. Und hier durch? Ja, es geht. Lass mir nochmal drehen. Boah. Dafür, dass wir eine übelst schlapp sind. Ah, noch ein Schrein, okay. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. Ach, da hinten, ey, shit. Ich hätte da hinten hochlaufen müssen. Ich schätze mal, dass sie ihm ja folgen soll, ne?
It's not real. Mal gucken. Ah, shit. Eine Siedlung, ne? Mit Bäumchen. Vielleicht ist ein Treffpunkt von den beiden, oder? What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. Okay, nicht so ein nicer Baum hier. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. You killed him. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Okay, sorry to say, aber ich muss nochmal zurück. Weil da hinten will ich auf jeden Fall hochlaufen. Ja, weil das Ding da, das lassen wir natürlich nicht hingehen, aber ich muss zum Baum nachher, das ist wohl klar. Shit, hätten wir natürlich von Anfang an machen können. Naja. Vielleicht habe ich auch noch andere Sachen übersehen, das wäre ja gar nicht so schlecht, dann nochmal zurückzulaufen. Aber naja, ich glaube, es ist echt wirklich da hinten nochmal raufgehen. Je nachdem, wo es weitergeht, ne? Ich habe keine Ahnung. Weil es könnte auch da hinten, jetzt wo wir gerade waren, am Baum weitergehen. Weil wir sollen ja eigentlich dieser Figur folgen, ne? Dylan oder wie er heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Gut, jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier raufkommen. Ich glaube, wir können hier direkt durchlaufen, ne? Ja, wir sind vorhin da. Ja, ich laufe hier einfach mal durch die Matschepampe. Flutschi.
Okay, und hier unten lang. Und hier hinten ist irgendwo die Treppe. Ja, da hinten ist die Treppe. Dann gehen wir mal diese Treppe hoch, beziehungsweise eigentlich kann man da hinten auch ganz normal den Weg hochgehen. Aber ich glaube, Treppe ist spannender. Ja, gehen wir rauf. Okay, also wir wären hier hochgekommen. Da hat es gebrannt. Ich gucke nochmal hier den Weg. Vielleicht irgendwie einen Schrein, dass wir den sehen oder sowas. Naja, sieht nicht so aus. Den da hinten hatten wir. Ist offensichtlich, dass man hier natürlich hochgehen kann, wenn es so schön beleuchtet ist. Aber, achso, den Schrein haben wir natürlich voll übersehen. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress. And in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless. And so they go to take their vengeance on King Sigir. Luck is not on their side. They're captured and Sigir has them buried alive. Na, ja, ich laufe jetzt noch nicht rein. Ich will mal eben kurz gucken, was hier noch ist. Auf jeden Fall kann ich nur bis da vorne hinlaufen, ne? Das ist auch klar. So, das heißt, ich muss eh nachher da hinten am Baum lang. Aber ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier noch schön scannen kann. Okay, also das geht nicht so einfach. Gut, aber dann haben wir hier alles angeschaut. Ich gehe dann wirklich hinten zum Baum. Weil irgendwas summt und brummt hier, ne? Das kann auch der Schrein hier unten sein. In dem ich ja eigentlich eben schon war. Das ist der Schrein hier, ne? Okay, und hier unten drunter kann ich eigentlich nichts mehr machen, aber ich kann weiterlaufen. Okay. Achso, okay. Hier kann ich wieder runter. Alles klar, das heißt, das haben wir abgegrast, nichts verpasst. Da müssen wir dann nachher wieder hin. Sorry. Denke ich mal, weil da wird es weitergehen, ne? Okay, also ich laufe. Hier kamen wir gerade her, dann laufe ich jetzt mal direkt am Strand lang. Okay, nichts los. Weil es hier überall klingelt, ne? Kann auch die Klingelmucke sein hier. Komm, ich laufe hier durch. Den Schrein habe ich. Da hinten drin war keiner. Hier laufe ich weiter durch. Es geht jetzt echt nur noch hinten zum Baum, ne? Ach, sonst nichts verpasst? Nee, alles gut. Und die kann ich auch wirklich nicht rauf, ne? Nee. Okay, komm. Da können wir aber nicht durch, auch nicht durch die Wrackteile hier. Okay, also wir gehen zum Baum. Fertig. So, die Wurzeln vom Baum, da kann ich auch nicht irgendwie abbiegen oder so, ne? Oh, geil, was ist da drüben? Irgendein Gebäude, das hatten wir vorhin schon gesehen. Jetzt
It's not real. Nothing lives here. You won't survive. Was ist das? Okay, lass uns gucken, was mit dem Baum los ist. So, ich kann jetzt zum Baum laufen, aber ich kann auch da runter. Da ist noch so ein Ding. Die kann aber alle nicht irgendwie aktivieren oder irgendwie sowas. Wobei mir das schon ein bisschen speziell vorkommt hier, ne? Na gut, komm. Komm, weiterlaufen. Ist das da oben? Okay, da kann ich noch den Schrein. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound. Ja, ist noch ein Schrein. Ey, ich kann die alle anschauen. Und anhören. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. One day, an old man came onto the battlefield. Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one arm. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, and the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin. Okay, dann gehe ich einfach rauf, thus, that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying tells his wife. Einfach ganz straight rauflaufen können. Okay, verstehe. So, gehe ich da einfach rein? Nein, ich gucke erstmal noch ein bisschen hier rum. Ja, und dann gehe ich rein. What the fish? Okay, jetzt bin ich hier drin, Leute. Und es ist nichts los. Das kann nicht sein. Ah. Kein Trick. Komm, wir brauchen das Schwert. Oh. Zwei. Drei. What's happening? Sinnoh, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr. It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge Gramr by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to the ne? Where you will face the trials. Go to the shards, okay. Lass uns das mal angucken. Wie kommen wir da jetzt runter? Ah, ich gehe einmal zu dem erstmal. Focus. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone. And bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn. And it would be the death of the king.
Let me tell you about the sword Tyrving. Tyrving, okay. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we? Ach du Scheiße. Jedes Mal weggebeamt, oder was? Davon gibt's 4 Stück. Okay. Ich glaube, das schauen wir uns erst beim nächsten Mal an. Also bis dann. Ciao.